Fahrschule Rettig, eine der größten Fahrschulgruppen Deutschlands. Ob Auto, Motorrad, LKW oder Bus, bei den Profis der Fahrschule Rettig sind Sie richtig. Schnell zum Führerschein? Bei der Fahrschule Rettig kein Problem. Top-Ausbildung in 2 Wochen möglich durch täglichen theoretischen und praktischen Unterricht. Oder suchen Sie einen kompetenten und zertifizierten Partner für die Berufskraftfahrerausbildung LKW oder Bus? Auch hier ist das Fahrlehrer- und Dozententeam der Rettig-Gruppe Ihre erste Wahl. Sie haben einen Bildungsgutschein? Wir haben die nötige Qualifizierung und bilden Sie gerne aus. Auch in Ihrer Nähe, in 15 Standorten in NRW und Rheinland-Pfalz. Neugierig geworden? Dann nichts wie los. Wir freuen uns auf Sie. Fahrschule Rettig, Ihre Nummer 1 für den Führerschein. Das Wahrzeichen von Siegburg leuchtet wieder. Die Beleuchtungsanlage auf dem Michaelsberg ist wieder im Einsatz. Im Zuge der Umbauarbeiten rund um die ehemaligen Abteigebäude wurden die alten Scheinwerfer durch neue, energiesparende Strahler ersetzt. Ende Juli schaltete Generalvikar Dr. Dominik Meiering, Vorsitzender des Kuratoriums des KSI, gemeinsam mit Direktor Professor Ralf Bergold und Geschäftsführer Robert Rosso die neue Beleuchtung erstmals ein. Generalvikar Dominik Meiering freute sich, dass das Siegburger Wahrzeichen künftig wieder bei Tag und bei Nacht zu sehen ist. Wir sind super froh, dass wir heute Abend die Kirche auf unserem Michaelsberg wieder neu beleuchten können. Mit neuer Technik ist jetzt ein neuer Orientierungspunkt für Siegburg da. Das Zentrum der Stadt ist endlich wieder klar erkennbar. Die Menschen, die hier rund um Siegburg unterwegs sind, ob sie auf der Autobahn kommen, mit dem Zug kommen, mit dem Flieger kommen, die werden nun diese Kirche immer wieder sehen. Die werden den Michaelsberg sehen. Und damit ist ein Orientierungspunkt in die Landschaft gesetzt. Ich glaube, wir brauchen solche Orientierungspunkte in einer orientierungssuchenden Zeit. Ist es gut, dass da eine Kirche ist, die leuchtet, und ich hoffe, dass das Katholische Soziale Institut auch hilft, Orientierung zu geben für unsere Gesellschaft und für unsere Kirche. Angestrahlt wird künftig die ehemalige Abteikirche mit ihrem markanten Kirchturm. Die übrigen Gebäudeteile werden mit Rücksicht auf die Nutzung der Zimmer durch Gäste des Tagungshauses nicht mehr separat beleuchtet.